unseren neuen YouTube-Channel vom Hero Camping Center. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Roland Scharf. Ich bin zuständig hier für den Fahrzeugverkauf. Und ich möchte euch hier heute einen Wohnwagen näher bringen, der zum Verkauf steht. Das ist ein Knaus Silver Selection Modell 540 FDK. Ich fange einfach mal kurz außen an, damit ihr mal seht, was hat das Fahrzeug für Ausstattungen. Wir sehen jetzt hier die Standard Silver Selection Lackierung. Wir haben diesen blauen Streifen, wir haben eine Serviceklappe, wir haben Klappblech, das gehört zur Silver Selection Ausstattung. Wir haben Alufelgen 17 Zoll in lackierter Optik. Dann werde ich mal kurz diese Klappe öffnen hier, eine Stauklappe, die für unten das Bett ist. Man kann die von außen so öffnen. Machen wir mal einen Blick nach innen. Da sieht man, schöner Stauraum, Platz für Tisch, Stuhl und so weiter. Genau, einmal. Wichtig auch hier, Ladekantenschutz, geht nichts kaputt. Wassertank sofort sichtbar. Machen wir wieder zu. Nebendran haben wir dann direkt unseren Wassertank schon gesehen. Von außen eine Klappe, wo man den Wassertank öffnen kann und dann mit einem Gartenschlauch Gießkanne oder dergleichen füllen. Ja, gehen wir einen Schritt nach hinten und schauen uns mal das tolle Heck an von dem Wagen. Vielleicht etwas einen Blick nach unten noch mal kurz. Da sehen wir diese Stützen, das sind Schwerlaststützen. Auch das hier alles im Paket Silver Selection enthalten. So, Hinteransicht erkennen wir sofort. Wir haben hier einen Wagen mit Etagenbetten hinten quer. Dann haben wir als nächstes unsere Rückleuchten im Cat Eye Evolution Knaus Design mit laufenden Blinkern. So verschiedene Automobilhersteller verwenden das auch. Ist jetzt auch im Wohnwagen enthalten. Ansonsten die gesamte Außenbeleuchtung des Wagens ist LED beleuchtet. Ja, nächster Schritt. Das ist die Ansicht, die man so meistens halt auch sieht, wenn man sich vor dem Wagen aufhält. Wir erkennen sofort extra Option Garagentüre. Diese Option wurde extra reinbestellt. Praktische Geschichte. Wir haben hinten unser Kajütenbett und können das nutzen als Stauraum für Fahrräder, größere Sachen. Erstmal, wir haben ein Fenster, das gehört auch zur Silver Selection Standardausführung. Das Fenster kann man abdunkeln, man kann die Türe noch teilen bei diesem Modell und der Mülleimer ist auch enthalten, genauso wie die Fliegenschutztüre in ganzer Höhe. Da sieht man jetzt auch schön die LED-Beleuchtung für die Außenbeleuchtung. Dann geht es weiter, vorne Stromanschluss und nebendran der Anschluss für die Vorzeltsteckdose oder auch Antennenanschlüsse. Weiter geht es zum nächsten Fach. Da befindet sich die Toilette. Da haben wir eine Dometic-Toilette. Kassette herausnehmen. Praktische Box mit Räder zum Entsorgen. So, geschlossen. Sonderausstattung haben wir hier auch noch drin, eine Gasaußensteckdose. Da kann man jetzt mit einem Schlauch, Bajonettverschluss, sich hier rein anschließen und hat den Grill praktisch im Außenbetrieb über die Steckdose. Ja, dann sind wir im vorderen Bereich. Gaskasten einmal öffnen. Schwenkt nach oben weg. Und wir sehen die nächste Sonderausstattung, die wir bestellt haben. Eine Monocontrol. Die Monocontrol erlaubt, dass man während der Fahrt das Gas offen lässt. Ist praktisch für den Kühlschrank, weil es ein großer Kühlschrank verbaut ist, der dann auch während der Fahrt auf Gas betrieben werden kann. Ja, Abwasserrolltank ist inklusive, dann haben wir hier die Kurbel und eine Ersatzradhalterung ist auch dabei. Genau, Gewichtsangaben stehen hier, 1700 Kilo maximales Gesamtgewicht. Gut. Anti-Schlingerkupplung hat er natürlich auch. Das sieht man hier, für Tempo 100 Zulassung dementsprechend geeignet.
und natürlich inklusive. So, jetzt sind wir innen angekommen und machen einen kleinen Rundgang durch den Wagen und ich zeige euch mal die verschiedenen Sachen, die hier so verbaut sind. Ja, wir fangen an, Küche. Drei Flammenkocher. Waschbecken, schöne Tiefe. Dann einmal schöner Staufach hier unten. Besteckschublade, Abstellhähne fürs Gas. Weitere Schublade. BWT-Wasserfilter gehört zum Sondermodell als Serienausstattung mit dazu. Das ist sehr praktisch, da nämlich dann das Frischwasser aus dem Tank auch trinkbar ist. So, dann geht es weiter. Noch eine Schublade hier unten. Küche fast fertig. Oben nochmal Staufächer. Und daneben dran haben wir in Arbeitshöhe unseren Kühlschrank. So, 140 Liter circa. Mit separatem Gefrierfang und automatischer Umschaltung. Das heißt, dieser Kühlschrank wählt die Energie selbstständig auf Gas, 12 Volt oder 230 Volt, wobei 12 Volt nicht funktionsfähig ist bei Kühlschränken in dieser Größe. Deswegen auch die Gas-Monokontroll vorne verbaut, sodass der Kühlschrank auch funktioniert während der Fahrt. Als nächstes nebendran haben wir unseren Kleiderschrank mit Beleuchtung hier oben. Praktisch mit Batterien. Wenn die mal nicht mehr gehen, kann man die problemlos austauschen. Dann drunter direkt die Heizung. Da ist eine 5000er verbaut. Thoma-Heizung mit Gebläse, Umluft, alles dabei. Waschbecken bei diesem Grundriss außen liegend, außerhalb vom Bad. Ergibt dann ein geräumiges Bad. In diesem Fall hier mit Duschfunktion. Wurde extra geordert. Ja, Toilette speziell mit Keramik-Inlay. Also alles ist Kunststoff, nur das Inlay ist Keramik. Selbstverständlich kann man das drehen, sodass man auch Platz hat zum Draufsitzen. Dann haben wir hier unser Bett. Kaltschaummatratzen, Serie. Dann diese Decken. Und die Kissen auch im Sondermodell Serienzug. So, dann geht es weiter. Einmal unter das Bett von oben geschaut. Wir sehen die Elektrik, 12 Volt Verteilung und auch die Warmwasserboiler und auch wieder den Wassertank. Dieser Filter, wo vorhin gerade zu sehen war, der wird hier dann eingesetzt und kann dann seine Funktion hier übernehmen. Ist brauchbar für ca. 6 Monate. Dann braucht man einen neuen. Sind wir schon fast durch. Da oben eine Dachluke, hier eine doppelte Sitzgruppe, eine Dinette mit sehr praktischen Funktionen, diesen Stauraum zu nutzen. Ein Griff und ich bin im Stauraum. Und auf der anderen Seite auch. So, einmal hochklappen und schon sind wir da. TV-Halter inklusive. Und auch die Verkabelung nach außen auf diese Dose ist schon alles vorbereitet. Dann haben wir noch mal einen Kleiderschrank hier hinten mit vielen Fächern. Ja, zweimal Etagenbett mit eigener Beleuchtung. Ist jetzt etwas schwierig zu sehen. Ich versuche mal einmal drücken, dann haben wir blaues Licht. Drücken wir auf die andere Seite, haben wir weißes Licht. Also jeder kann dann sein Licht selber noch wählen. Natürlich kann man auch von innen hochklappen. Besonderheit ist auch, dass man das Brett rausnehmen kann und da hinten verstauen. Wenn das dann fixiert ist, hat man hier noch immer einen etwas größeren Bereich. Falls kleine Kinder mit dabei sind, können die da sich noch ein wenig ausbreiten. Ja, wir haben noch eine weitere Extras bestellt für diesen Wagen. Eine Frischwasseranzeige sieht man hier. Man kann dann sehen, wie viel Wasser ist denn noch im Tank drin
Und was mir jetzt nicht so als Optik steht, ist hier dieses große Dachfenster. Auch das ist Sägenzustand. Ja, ich hoffe, ich habe euch mal den Wagen etwas näher bringen können. Falls ihr es genauer sehen wollt, dürft ihr gerne vorbeischauen. Diesen Wagen haben wir angeboten. Schauen wir gerade nochmal aufs Schild. Der Listenpreis liegt bei 23.560 Euro, unser Angebot 22.990 Euro. Für weitere Fragen stehe ich euch gerne per Mail zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.